Was geht, Leute? Willkommen auf meinem Channel. Endlich wieder ein Reaction-Video. Ja, wie ihr schwer erkennen könnt, hat sich der Platz ein bisschen geändert. Und zwar, der Tresen steht jetzt weiter vorne. Der Aufenthaltsbereich, während du noch nicht tätowiert wirst, wurde quasi bei uns geändert. Und wir haben ihn verkleinert sozusagen, würde ich damit sagen. Und deswegen ist der Tresen jetzt weiter vorne und deswegen habt ihr den Kühlschrank mitten in der Fresse. So, alles klar. Wir haben hier... Oh, verdammt, wie heißt sie schon wieder? Sayura, Sayiri, irgendwie sowas in der Art. Die hat sich tätowieren lassen, beziehungsweise Sleeve ist vollendet. Bedeutet, der Sleeve, also der ganze Arm, das sagt man damit, ist vollendet. Der ganze Arm ist fertig. Ihrer Meinung nach, ja, ihrer Meinung nach. Also sprich, für sie ist es sozusagen die letzte Sitzung. Und das ganze Projekt ist dann somit beendet. Und wir schauen jetzt hier mal rein, was er zu sagen hat. Ich musste wieder ein bisschen vorspringen, wie wir sehen können. 3 Minuten und 18 haben wir hier drauf. Weil hier vorne passiert wieder nichts, was mit dem Tattoo zu tun hat. Ich weiß jetzt nicht, was sie uns gleich sofort jetzt hier sagen wird. Wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, außer bis 3.18 hier vorgespult. Und auch das Feuer habe ich sogar noch nicht mal gesehen. Ich bin hier nur auf den Bildern gegangen. Wenn du hier nämlich vorspulen willst, dann kannst du, also sprich, wenn du mit der Maus, könnt ihr gerade selber sehen, dann sieht ihr jetzt quasi die ganzen Bilder hier. Und dann, habe ich irgendwo gesehen, genau hier war das, dass da jetzt irgendwo was mit dem Tattoo beginnt. So, also wir starten. Mann, ich quatsche mir viel zu viel. Was ist hier los? Oh! Ich Idiot hab, ich hab's leise gemacht. So, jetzt geht's los. Oh, ist aber ein bisschen leise hier. Warte mal, Leute, ich muss hier nochmal kurz was umändern. Oh, jetzt haben wir schön laut. So, zack, jetzt geht's los. Guten Tag, ich hab nicht mehr gefilmt, weil ich nur bin. Aber ich bin jetzt bei Franzi hier im Studio angekommen. Es ist super dunkel hier, deswegen, aber egal. Und wir machen hier Hallo. Ich weiß leider nicht, wo das Ganze stattfindet. Das wird sie bestimmt am Anfang des Videos gesagt haben. Aber spielt ja im Endeffekt auch keine Rolle. Wobei mich das schon immer interessiert, wo die meisten Leute so hingehen. Wir sehen hier hinten schon mal so ein Ringlight. Ja, mal gucken, ob die damit tätowiert. Das ist schon wieder die nächste Dame. Oder ja, ich glaube, wir haben schon öfters in den Videos gesehen, dass die alle mit diesem Light-Ring arbeiten. Wir machen jetzt meinen Arm weiter und ja, ich filme euch einfach ein bisschen nebenbei. Also ich mache so ein bisschen Freestyle, weil das soll ja bei meinem Arm hier fertig. Oh, okay, wir haben heute zum ersten Mal Freestyle. Reaction-Video, also wir können jetzt uns gleich das mal angucken. Freestyle bedeutet, du kriegst ein Stift, ein Hautskin, der quasi für deine Haut geeignet ist, wo man dann rüber tätowieren kann und sprich, die zeichnet alles freihand auf die Haut. Cool. Gemacht werden und deswegen, ja. Ihr werdet sehen, ihr werdet sehen. Okay, sie hat schon mal irgendwas mit einem Ast erwähnt. Ich gucke erstmal vorab, was sie überhaupt auf dem Körper hat. Was ich schon mal sagen muss, die Frau ist auf jeden Fall ein Manga-Freak oder ein Zelda-Freak. Doch, irgendwie sowas in der Art. Weil ich sehe hinten Zelda, beziehungsweise Link. Zelda ist ja nur das Spiel. Oder Zelda ist die Frau. Irgendwie so, wenn nicht, schreibt es einfach in die Kommentare. Dann habe ich wieder ein bisschen was dazugelernt. Aber ist schon irgendwie lustig gemacht, der Laden. Hier sehe ich so Star Wars, Darth Vader, Stormtrooper-Köpfe. Die sehe ich natürlich sofort, auch wenn ich blind wäre, würde ich das Ganze so fühlen mit meiner Macht. So, da hinten sitzt Anton, Mann, ich kenne hier alles. Und hier sitzt, glaube ich, Sailor Moon. Sitzt da Sailor Moon? Und da ist so eine Dingskatze. Kennt ihr die Katze, die immer so macht? So, jedenfalls zeichnet sie. Ich quatsche mir viel zu viel Scheiße, Mann. Es geht doch ums Tattoo. Was ist denn da los? Aber ich unterhalte mich immer so gerne mit der Kamera. So, sie zeichnet jetzt mit dem Hautskin hier vor. Sie nimmt einen sehr hellen Ton, sprich gelb, damit man quasi mit einem weiteren Stift, der etwas dunkler ist, das nachziehen kann und nochmal sich eventuell verbessern kann. Ja, so mache ich das quasi auch. Gelb, orange und nämlich meistens rot oder blau oder schwarz. So, also ich habe sozusagen 3 Anläufe, um das alles nochmal ein bisschen mehr Schwung reinzubringen. Sonst macht man es erstmal erst grob rauf und dann wird man so langsam ein bisschen feiner. Okay, da haben wir es schon gerade ein bisschen gesehen. Es wird also ein riesenlanger Baum, glaube ich. So ein Baum, der so ein bisschen sich da rumwickelt. Ich nenne es jetzt mal Zauberbaum. So, wir haben vorgezeichnet und jetzt geht's los. Ah, da können wir es jetzt sehen. Ah, okay, gut, auch mit Blüten dran und ein paar Blättern anscheinend. Wie so auf die Hand. Oh, und sie ziehen es ein bisschen auf die Hand. Na, da bin ich mal gespannt, ob wir das sehen, wie sie darunter leiden wird. Finde ich persönlich nicht so toll, wenn es nur halb auf die Hand geht. Aus folgendem Grund. Du hast jetzt, wie man
schwer erkennen kann, wieder mal, Teil 2, wie man hier drunter sehen kann, ist wieder ein Stück frei von dieser Hand, ja, also sprich Haut. Das ist halt eine schöne Fläche und gerade in der Hand, finde ich, ist eine Fläche, wo du was richtig Schönes hinsetzen kannst, Spruch, wie auch immer, Motiv, aber so halb ist nichts Halbes, nichts Ganzes, das finde ich persönlich nicht so geil, weil darunter ist einfach jetzt frei. Oder sie, ich weiß nicht, ob sie das irgendwie ausdotten oder sowas oder ausschattieren, wie wir es sehen. Versuch's ein bisschen zu filmen, Leute. Gucken. Doch, alles gut. Ah, sie zieht's gerade weiter runter, wie ich sehe. Okay, gut, sie versucht also doch die ganze Hand mit einzuarbeiten. Also, ne, dass das alles schön bedeckt ist quasi. Okay, geil. Ich glaube, wir haben hier jemand schön professionell am Start. Konzentriert sehe ich manchmal wie so ein Serienkiller. Kenn ich. Immer diese Kommentare so. Ist ein bisschen laut, ich muss ein bisschen leiser machen hier. Platzt gleich mein Ohr. Guckst du so? Verleg mich dann Kunden auf Fotos, wo ich so gucke. Ich guck nicht immer. Also wie man erkennen kann, Mann, was ist denn los? Ich muss irgendwas trinken, merke ich schon wieder gerade. Aber egal, scheiß drauf, ist gerade quasi wie eine Live-Aufnahme. Da kann ich es nicht einfach abhauen. Wir haben eine Elfe drauf, die schon abgeheilt ist. Ist eigentlich sogar sehr gut gestochen, muss ich. Also doch, ist gut gestochen, auf jeden Fall. Ich glaube, die Elfe soll jetzt quasi so in so einem Baumgewucher am Start sein. Ja, ganz cool. Sieht aus wie so wirklich so ein Zauberarm. Ich habe auch tatsächlich eine Dame. Da habe ich einen ganzen kompletten Rücken gemacht mit einem Baum, wo so Elfen lang fliegen. Es sind, glaube ich, 7 Elfen, die alle was bedeuten. Und zwar Hoffnung, immer so weiter und so fort. Das sind 7 Sachen, die irgendeine Bedeutung haben quasi. Richtig geil mit so einer Fee, die quasi am Baum dran sitzt. Zwischen so einem Teich. Also es ist ein buntes Bild, ist total krass, muss ich irgendwann mal hochladen, wenn es fertig ist. Absolut Oberhammer, das Bild. Es sieht aus wie so ein riesen Zauberwelt. Also, ich habe eigentlich ein sehr neutrales Wrestling-Bitch für Essen. Ja, ich kenne das immer, wenn ich zocke und so richtig konzentriert bin, dann gucke ich auch immer richtig böse. Okay, sind Zocker-Queens anscheinend. Schön bei der fiesesten Stelle anfangen. Sie arbeitet mit dem Cheyenne-Pen, wie man sehen kann. Ist es der neue? Nee, ich glaube, das ist der normale. Also, ja, der Cheyenne-Pen. Sie hat eine Quadron-Nadel, glaube ich. Ich habe gehört, beziehungsweise auch hier aus dem Studio, die Leute, die hier viele Linien ziehen, so wie Holger und Flo, die meinten, dass Quadron-Nadeln perfekt für Linien ziehen sind, weil du die schön weit rausholen kannst und dann kannst du sie perfekt sehen. Das werde ich auch mal ausprobieren und mir angucken. Ich glaube, ich werde mal Quadron-Nadeln bestellen. Aber ich bin halt so zufrieden mit Cheyenne. Ich liebe Cheyenne über alles. Nein, ich werde nicht bezahlt dafür. Ja, wie du sehen kannst, wie man hier sehen kann, folgt wieder meiner Maus. Übertrieben fliegend tätowiert sie, sprich, sie geht wirklich nach dem Gefühl der Vibration, wie sie in die Haut eindringt. Nicht schlecht, aber das musst du auch bei so einer Art, die sie hier macht, wie bei der Elfe, musst du auch sowas drauf haben. Ey, ich sehe gerade, die hat ein Sailor Moon-Dings. Hier, die Tätowiererin, die hat diesen Sailor Moon-Stab. Mondstab, flieg und sie, geil. War gar nicht so schlimm. Natürlich ist nicht die angenehmste Stelle, aber ich habe mir damals meine beiden Handrücke auf einen Schlag machen lassen. Boah. Habe ich dann auch nach einer halben Stunde Im Hintergrund können wir hier sehen, ich hoffe, doch, ihr kennt es glaube ich auch, da ist nichts im Weg, diese gelben Kappen, die hier stehen einzeln, die sie wahrscheinlich mit einem Vaseline eingetunkt hat, damit sie schön fest stehen. Finde ich immer blöd. Es ist ein bisschen oldschool-mäßig. Ich finde, da gibt es heutzutage viel geilere Farbkappen, die schon nacheinander dran gekettet sind. Sprich, da kannst du selbst auswählen, wie viel du denn haben willst und die sind dann alle quasi befestigt, also sprich, du hast halt wie eine Palette und nicht so eine einzelne Töpfe, weil ich finde, die haust du immer voll schnell um. So. Da finde ich halt so einen Paletten-Style tausendmal geiler. Ich glaube, das war eine Scheiße. So, wir sind schon. Was ist denn das hier schon wieder für eine Scheiße? Weg damit. Was denn jetzt los? Öffnet sich hier einfach so eine Kacke, so. Na egal, lassen wir es mal kurz. Wie geht denn die Scheiße hier weg? Na, machen wir weiter. Sehr viel weitergekommen. Geht gut voran. Und gewisse Stellen. Nee, ich muss das mal kurz hier entsorgen, das geht gar nicht. Was ist denn das hier? Alles löschen, Mann. So. Mal irgend so eine Benachrichtigungsscheiße, die ich hier anhabe. So, weiter geht's. Die sind echt schmerzhaft. Aber naja, was soll's. Oh, jetzt geht's weiter. Ja. Ein bisschen Ablenkung, das passt. So, wir sind im unteren Teil fair. Ja, das ist schon eine gute Fläche, die da tätowiert wurde. Man kann auch so an der Hand erkennen, die Schwellungen, aber es sind leicht, also es ist ja
geht ja klar, ist ja nicht vollflächig quasi tätowiert worden, sondern immer wieder ein Stück. Es geht ja so rum und hier hat sie ja schon ein älteres Tattoo, deswegen von daher so eine fette Schwellung wird das auch nicht sein, aber trotzdem schon heftig, ne? Schon eine gute Größe, von der wir hier reden. Fertig, alles noch angeschwollen. Klar, wird jetzt auch erstmal so bleiben. Jetzt lege ich mich hin. Jetzt geht's. Alter, geiles Kissen, Mann. Was ist das? Schon geil aus der Laden. So weiter, weil sie sonst nicht an meinen Armen rankommt. Nein, Gesichtsverfolgung, hör auf. Ich will keine Gesichtsverfolgung. Was für ein modernes Gerät? Das will die ganze Zeit zurück zu meinem Gesicht. Hallo. So, wir können im Hintergrund ein bisschen was erkennen. Die hat auf jeden Fall auch Cheyenne-Nadeln. Und da sind, glaube ich, die Quadrum-Packungen. Zwei Stück. Ja, doch. Das sind, glaube ich, Quadrum-Nadeln. So, was hat sie Schönes draufstehen? Das ist ein bisschen oldschool-mäßig und wiederum auch ein bisschen, ja, nerd-mäßig, sage ich jetzt mal dazu. So sind wir ja hier auch. Wie man sehen kann, da hängt so ein Bild, da ist so eine Filmklappe. Hier hinten haben wir so ein bisschen Kunst. Ein bisschen Kunst. Da oben haben wir Tattoo-Mate übrigens. Auch sehr gut. Beste Creme ever, sage ich immer wieder. Und im Hintergrund, wie wir schwer erkennen können hier, Alter, da haben wir auf jeden Fall einen Stormtrooper, glaube ich, schon wieder was gemalt ist, als Lilo und Stitch Version, kann es sein? Alter, glaube ich, brauche eine Brille, oder? Das ist einfach nur krass verschwommen. So, gucken wir mal weiter. So, wir sind soweit durch mit dem Arm, jetzt musst du noch auf der Rückseite was gemacht. Ist das jetzt in Black and Grey tätowiert worden oder in Farbe? Ich glaube in Farbe, das ist so ein leichter Braunton. Aber manchmal sieht es ja so aus bei Black and Grey, wie jetzt hättest du Farbe mit eingesetzt durch diese Rötung. Dafür muss ich mich aber einmal auf den Bauch legen, und damit die Franzi da besser rankommt. Genau, und dann sind wir tatsächlich schon durch. Und mein ganzer Arm tut auch übel weh, meine Hand auch. Doch, das ist braun. Das ist braun. Aber sieht geil aus, das ist ein schöner Stil. Mal was anderes. Aber wie ich gerade sehe, sie sind doch nicht ganz auf die Hand gegangen. Da ist wirklich echt ein Stück frei, aber vielleicht wollte sie es auch so haben. Ich persönlich hätte die ganze Hand benutzt, irgendwie. Geil, Bahnfahren wird lustig. Guten Tag, wir sind fertig. Ui, okay, sie hat auf jeden Fall, geil, dass wir das jetzt hier mal sehen, sie hat die Klebefolie bekommen. Die ist zwar nicht mehr so toll da drauf, wie ich gerade sehe. Die wurde ganz schön ein bisschen missglückt darauf gesetzt, aber das liegt daran, es ist vieles in Bewegung. Handgelenk in Bewegung. Ellbogen in Bewegung, und wie wir sehen können im Innenarm oben, ist es halt auch so, ne? Also, dass da was zugeklebt wurde, das ist alles in Bewegung und deswegen löst sich die Folie nach und nach. Mein Tipp an dieser Stelle ist, einmal rumkleben. Klingt scheiße und man denkt irgendwie, ja, man ist jetzt eine wandernde Leiche, aber es bleibt so besser drauf kleben und du hast einen doppelten Verbrauch. Aber wenn nicht, dann berechne es in den Preis mit ein, was die Tattoo-Sitzung kostet. Also die Tagessitzung oder weiß ich was. Vielleicht war es auch eine Halbtagssitzung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich würde es komplett einpacken, weil es bleibt es mir, ich habe es so festgestellt, so bleibt es besser dran. Ich mache es auch immer so mit einem Befestigungspunkt unten und einen hier oben, wenn es jetzt zum Beispiel der ganze Arm hier ist. Ich bin schon eingetütet. Ich kann mich jetzt auch noch... Ja. Der ganze Unterarm, meine ich, wenn es der ist. Ich kann mich nicht mehr so wirklich viel bewegen, aber das ist ja... Wie laut dieser Kühlschrank ist! Da muss ich mir noch was einfallen lassen, ne? Das ist schlimm, weil ich muss ja nur noch Bahn fahren. Deswegen wird das schon gehen. Ich werde gleich mit dem Taxi zum Bahnhof fahren. 4 Stunden nach Hause. Ich sehe jetzt auch sehr fertig aus, ich weiß, Leute. Bitte schreibt. Ja, man ist tatsächlich nach längerer... nach längeren Stunden quasi, wo man gehackt wird, ist man echt immer fertig, ne? Also mir geht's auch immer so. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr das auch habt. Das würde mich mal interessieren. Also eigentlich alle, die ich kenne, sagen, sie sind danach fertig oder müssen sogar pennen gehen. Das muss ich jetzt direkt nicht, aber was mir aufgefallen ist, ich habe nach dem Tätowieren immer, weil ich mich so anstrenge, glaube ich, und konzentriere, immer Hunger. Immer Hunger. Ich habe generell immer Hunger, aber meistens auch noch nach dem Tätowieren extrem. Das ist nicht in die Kommentare, dankeschön. So, warte mal, ich schau mal um. Hallo, willst du noch irgendwas sagen? Kauft meinen Merch! Kauft ihre Tattoos! Es war wie eine Ehre. Ich glaube, das sind teils auch selbstgemalte Skizzen, die sie hat, die sie auch quasi Leuten verkauft. Mega geil, wenn das so wäre. Weil ich sehe hier schon, das eine oder andere Tattoo sieht echt
Hammer aus. Also von dem Stil her. Wenn wir jetzt in diese Stilrichtung gehen, ist das echt der Hammer. Mein persönlicher Stil ist es natürlich nicht. Ich rede jetzt aber davon, von dem ganzen Kuchen. Ja? Das ist einfach generell sehr geil gezeichnet und ich glaube, dass die Frau auch richtig was auf dem Kasten hat. Ach so, guck mal, hier sehen wir auch gerade ihre Instagram-Adresse. Einfach abchecken. Ja, same. Ja, wir beide so, nee. Wenn ihr mal zu Franzi wollt, einfach eine E-Mail schreiben. Ne? Und geduldig sein, Leute. Immer viel Geduld mitbringen, weil ich würde gerne sagen, ich habe immer viel zu tun, das stimmt, aber ich bin auch manchmal ein bisschen. Sie ist auch einfach manchmal privat und Mensch. Perfekt. So, ich werde gleich nochmal ein bisschen im Zug filmen, wenn ich dazu komme. Auf der Tour habe ich das gar nicht gemacht, ich weiß, weil. War jetzt im. Der Vorderraum sah so leer aus. Wo findet das Ganze jetzt da statt? Ist das irgendwie home-mäßig oder was? Was ist das denn? Da vorne war alles leer oder bauen die um? Keine Ahnung, hatte keinen Bock. Tschüss. Ich glaube, die ist auch ein richtiger Nerd, die Frau. Habe ich richtig im Gefühl. Aber guck mal, die Folie bleibt anscheinend bei ihr noch drauf auf der Hand. Sehr gut. Ich kenne viele, da fällt es sofort ab. Hallo, es ist heute schon der nächste Tag. Ich bin gestern, als ich dann aus der Bahn raus bin, meine Mama hat mich noch vom Hauptbahnhof abgeholt mit dem Auto, mega lieb. Habe ich noch kurz was gegessen und bin dann direkt schlafen gegangen, weil ich echt fertig war. Siehst du, sie sagt's auch. Unglaublich. Das haben alle so, ne? Das ist so krass. Es ist super schwierig. Ich würde euch voll gerne das Tattoo zeigen. So, ich muss einmal ganz die Ärmel hochziehen. Ist es doch Black and Grey gewesen? Nee, das ist mit Farbe, Mann, oder? War das echt Black and Grey? Ich habe festgestellt, es ist wirklich schwer, davon Fotos zu machen, weil erstens die Folie drauf. Nee, das ist doch. Krass, ist echt schwer zu sehen. Entweder hat diese Frau einen Filter draufgelegt auf das Video, sodass ich das einfach nicht erkennen kann. Oder ist es wirklich normales Black and Grey? Ich meine, der ganze Arm ist, glaube ich, ein Black and Grey. Das würde Sinn ergeben, wenn das auch ein Black and Grey ist. Aber irgendwie. Ach, hier oben hat es auch nochmal nachgestochen, wie ich sehe. Hä, komisch. Es wirkt extrem so, als hätte sie quasi braun benutzt. Oder was sagt ihr dazu? Drauf ist und es ist, ich weiß auch nicht warum, aber ja, meine Hand ist übel angeschwollen, das sieht man, glaube ich. Ich weiß nicht, also so sieht. Ja, das geht. Also normalerweise gibt es Leute, die haben so einen Cheeseburger. Kein Scherz. Das geht noch, weil das einfach nicht vollflächig tätowiert wurde, die Hand. Das geht vollkommen klar, was du da hast. Eine Hand normalerweise aus und so sieht sie gerade aus. Das ja, ist echt angeschwollen. Aber auf der Hand, das war auch so schmerzhaft, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und an gewissen Stellen in der Armbeuge und am Ellbogen, an so einer ganz bestimmten Stelle beim Knochen. Das hat so weh getan. Ohne Witz jetzt. Es wird gerade übel hell durch die Sonne. Aber ich bin übel zufrieden mit dem Tattoo. Doch, das ist mit Farbe. Na klar, hier ist doch grün drin. Da ist der Baum doch braun. Sag ich doch, Mann. Kannst du mich erzählen, muss ja. Wenn hier grün. Ja, auf jeden Fall, Mann, da ist Farbe drin. Oh, ihr könnt euch. Ihr könnt wahrscheinlich beides sogar. Black and Grey und dann nochmal mit Farbe rüber. Hier so ein bisschen sehen. Die Elfe, die halt auch von Franzi war, es ist so schwer zu zeigen. Ach, okay, die ist also auch von ihr und ich nehme mal an, ist da oben nicht, weil. Also, wenn ich mir das mal oben richtig angeguckt habe mit dem Drachen, ich glaube nicht, dass das von der war. Das ist einfach anders gestochen. Das war, die Elfe ist schon echt verdammt gut. Kann ich das machen? Die sitzt jetzt sozusagen auf so einem Baum. Die Wurzeln sind an meiner Hand und das Ganze geht wirklich bis zur Achsel fast hoch. Oh. Das heißt, es umrandet auch so ein bisschen mein Ghibli-Tattoo von der Carina. Das heißt, der Arm ist jetzt fast fertig. Ich hatte überlegt, ob ich auf die Hand noch so gefallene Blüten sozusagen mache. Ah, guck mal an, siehst du? Gut, sie hat jetzt noch einen Plan, aber das ist das, was ich meine, ne? Stell dir vor, du hast jetzt keinen Plan, dann hast du einfach jetzt eine offene Stelle da und du wüsstest nicht, was du machen sollst. Sie denkt natürlich jetzt an gefallene Blüten oder sowas. Eventuell aber hat sie den Plan auch jetzt erst entwickelt, weil ihr aufgefallen ist, fuck, meine Hand ist ja noch flächefrei. Merkt ihr das, was ich meine? Das ist so. Da muss man richtig gut überlegen, wie man vorgeht. Gut, sie hat jetzt eine Notlösung. Vielleicht ist es wirklich nur eine Notlösung. Ich glaube nicht, dass das geplant war. Jetzt ist es bestimmt jetzt aufgefallen, na fuck, was mache ich denn da? Jetzt ist so viel frei, bla bla bla. Wenn es nicht so ist, dann ist es halt nicht so. Aber das ist halt ein sehr gutes Beispiel, um es euch gerade klar zu machen.
füllt, wenn ihr zum Tätowierer geht, sorgt dafür, dass ihr gleich alles ausfüllt, wenn ihr schon sowas hochzieht. Ja, also ich meine, das ist, die Hand ist nun mal der Anfang von deinem Arm und dann würde ich auch hier beginnen oder halt den Sleeve hier erst beginnen und die Hand vollkommen freilassen oder ein anderes Thema halt drauf tätowieren. Aber gerade bei so einem Baum, ja, ist halt so, du kannst dich in der Mitte von der Hand anfangen oder halt, weiß nicht, irgendwo hier in der Hälfte von dem Arm, das sieht einfach alles scheiße aus, muss alles richtig perfekt der Körperform angepasst sein, ist einfach so. Ja gut, jetzt überlegt sie gerade Blüten aufzumachen, damit es dann doch alles eins ist. So Blütenblätter, dass dann an der Hand halt noch so kleine Elemente sind. Ja, meine Hand ist so angeschwollen. Halleluja, ey. Tut. Das ist immer das Ding bei Leuten. Das ist perfekt. Das Video geht wieder wahnsinnig lange, aber es ist wichtige Information. Früher, also Leute fangen wirklich immer an mit kleinen Motiven auf dem Arm und plötzlich wird es dann doch alles immer mehr. Wie wir jetzt schon sehen können, dieser ganze komplette Baum wickelt sich ja um ihren Arm, damit es einfach voller aussieht. Und es wird wahrscheinlich noch so sein, dass sie sich sagt, fuck, ich will doch gerne noch die Lücken gefüllt haben. Ja? Was ich aber verstehen kann, so war ich auch und so sind wir irgendwie alle. Wir fangen alle immer klein an, das ist ein ganz großer Fehler, wenn du der Tattoo-Sucht entfallen bist. Nee, entfallen bist. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Dann hat man halt ein wahnsinniges Problem, weil man will irgendwann alles voll haben. Und da muss man aufpassen, dass man sich das nicht verbaut. Das ist ganz wichtig, Alter, wirklich. Das ist richtig wichtig, dass man da schon so vorgeht, auch als Anfänger, als Laie, dass das alles wirklich der Körperform angepasst ist und nicht mit 10.000 Motiven auf einen Arm ist, ja, sondern versucht, aus diesen 10.000 10 zu machen. Das ist ganz wichtig. Auch echt gut weh, mein ganzer Arm. Ich bin echt übel eingeschränkt. Also, ich kann mich kaum alleine an- und ausziehen, weil das so weh tut. Aber es hat sich sowas von gelohnt. Franzi macht einen so guten Job und ich werde, glaube ich, auch noch ein paar. Ja, das kenne ich auch mit der Folie. Auch viele Kunden von mir, die sind halt wirklich dann so viel eingepackt nach so einer Tagessetzung. Das ist wirklich so, dass man da übertrieben eingeschränkt ist. Naja, da muss man durch. Tattoos von ihr machen lassen. Ich will ja unbedingt noch so ein Underboob-Tattoo haben und noch viele weitere. Und ich so, okay, gut. Ich merke gerade, das war's an dieser Stelle. Wir haben jetzt kurz noch mal was dazu gehört. Perfekt, alles klar. Ich muss das Video eh kurz halten, weil wir haben schon fast 22 Minuten Filmzeit. Und das alles sich anzugucken, da muss man schon wahnsinnig viel Zeit haben. Auf jeden Fall, aber in dem Video haben wir gelernt, sehr wichtig, wie man was anpasst. Da ist es wieder perfekt. Gute Tätowiererin, an dieser Stelle gebt dem Video ein Däumchen nach oben, aktiviert die Glocke und abonniert den Channel. Es hat funktioniert, ich konnte es alles sagen. Bis deine Antenne, wir sehen uns im nächsten Video.